Sie haben die Wahl, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Am 26. September findet die Bundestagswahl statt. Auf Ihrem Wahlzettel haben Sie zwei Stimmen, eine Erststimme und eine Zweitstimme. Mit der Zweitstimme wählen Sie eine Partei und deren Landesliste. Mit der Erststimme können Sie einen Direktkandidat oder eine Direktkandidatin für den Wahlkreis 211, der beinhaltet den Kreis Germersheim, den Kreis Südliche Weinstraße und die Kreisfreistadt Landau direkt nach Berlin wählen. Heute zu Gast bei uns Herr Dr. Thomas Gebhardt von der CDU. Hallo Herr Gebhardt. Hallo, ich grüße Sie. Herr Gebhardt, Sie sind im Wahlkreis Südpfalz Direktkandidat, schon seit 2009 direkt gewählter Bundestagsabgeordneter der Südpfalz. Sie sind seit 2018 parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Gesundheit. Richtig? Jawohl. Herr Gebhardt, könnten Sie sich unseren Zuschauerinnen und Zuschauern kurz vorstellen? Sehr gerne. Mein Name ist Thomas Gebhardt. Ich selbst komme aus Jockrim und ich habe nach dem Abitur zunächst Zivildienst gemacht im Krankenhaus, habe danach studiert Betriebswirtschaftslehre und Politikwissenschaft, habe dann zunächst für Heiner Geißler, unseren früheren Bundestagsabgeordneten, gearbeitet, war dann bei der BASF in Ludwigshafen angestellt, bis ich im Jahr 2003 nachgerückt bin in den Rheinland-Pfälzischen Landtag, war dort 6 Jahre lang Mitglied und seit 2009 bin ich Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich habe mich in den ersten Jahren vor allem um die Umweltpolitik gekümmert, war 9 Jahre lang Teil der deutschen Delegation bei den Weltklimakonferenzen. Ich setze mich seit langem für Klimaschutz ein und dafür Umwelt und Wirtschaft und Soziales in Einklang zu bringen. Und seit 2018 bin ich nun parlamentarischer Staatssekretär und kümmere mich insbesondere um die Gesundheitspolitik. So viel in aller Kürze. Herr Gebhardt, was wollen Sie für den Wahlkreis 211 für die Südpfalz erreichen, wenn Sie wieder in den Bundestag gewählt werden? Ich habe ein 7-Punkte-Programm, das kann man auch nachlesen auf meiner Internetseite. Der erste Punkt: Ich werde weiterhin vor Ort präsent sein, mich um die Dinge kümmern. In jeder Nicht-Sitzungswoche, also in jeder Wahlkreiswoche, bin ich mit dem Ohr vor Ort. Und das ist ganz wichtig, um zu wissen, was den Menschen auf den Nägeln brennt. Und daraus kann man vieles mitnehmen nach Berlin und versuchen, die Dinge zu lösen. Zweitens, die Gesundheitspolitik treibt mich um. Ich möchte die pflegerische Versorgung verbessern. Ich möchte die ärztliche Versorgung sichern. Ein Riesenthema hier in der Südpfalz. Wir brauchen vor allem mehr Studienplätze für Medizin. Dafür kämpfe ich. Ein dritter Punkt, Wirtschaft, Infrastruktur. Beispielsweise die zweite Rheinbrücke zwischen Wörth und Karlsruhe ist nach wie vor absolut notwendig. Aber auch vieles mehr, Breitbandversorgung, Mobilfunkversorgung und andere Dinge. Ein vierter Punkt, die Sicherheit in unserer Region. Ich mache mich immer wieder stark für unsere Bundeswehr- und Bundespolizeistandorte hier in der Südpfalz und helfe mit, dass wir dort gute Bedingungen haben. Ein weiterer Punkt, Bildung. Auch das ist ein Herzensthema. Gleichwohl liegen die Hauptzuständigkeiten hier gar nicht auf Bundesebene, sondern mehr auf Landesebene. Und ein sechstes Thema, Umwelt und Wirtschaft zusammenbringen. Ein Herzensthema, darüber werden wir sicherlich noch reden. Und ein letzter Punkt, ich trete dafür ein, dass wir bei allen Unterschieden in der Sache vernünftig, respektvoll miteinander umgehen. Und deswegen habe ich eine Initiative gegründet, die nennt sich Respekt ist schick. Und dafür werde ich mich weiter einsetzen, dass das in Zukunft wieder stärker gilt. Herr Dr. Gebhardt, Sie haben schon angesprochen, ein Top-Thema Klima im Wahlkampf. Welche Maßnahmen schlagen Sie speziell vor, um hier voranzukommen? Zunächst einmal will ich das wirklich noch einmal betonen. Klimaschutz ist für mich ein Herzensthema. Ich setze mich seit langem für Klimaschutz ein. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir Klimaschutz und Wirtschaft und Soziales vernünftig miteinander verbinden. Ich war viele Jahre bei den Weltklimakonferenzen dabei und wir hatten unzählige Gespräche mit Vertretern anderer Länder. Und die haben uns immer wieder gefragt, wie macht ihr das in Deutschland? Die haben uns aber auch immer gesagt, ob wir diesem deutschen Weg folgen, dieser Energiewende, Ausstieg Kernenergie, Ausstieg aus der Kohlekraft, ob wir diesen Weg mitgehen und ob wir diesem Beispiel folgen.
entscheidet sich an der Frage, ob ihr in Deutschland zeigt, dass ihr Klimaschutz betreiben könnt und gleichzeitig eine starke Wirtschaftsnation bleibt. Und deswegen müssen wir beides miteinander verbinden, mit Hilfe von Technologien, Innovation. Das ist der Schlüssel zum Klimaschutz. Und deswegen war ich zum Beispiel vor kurzem mit Peter Altmaier in Wörth. Wir haben das LKW-Werk dort besucht. Und in Wörth setzt man jetzt zum Beispiel auf E-LKWs, aber auch auf Wasserstoff-LKWs. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man beides miteinander gut in Verbindung bringen kann. Also, wir müssen hier in der Südpfalz auf Technologie setzen. Wir müssen die erneuerbaren Energien ausbauen. Wir brauchen eine Entbürokratisierung des erneuerbaren Energiengesetzes. Als ich noch im Umweltausschuss war vor ein paar Jahren, war das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, ein Gesetz von ein paar Seiten, das man in einem Rutsch lesen konnte. Inzwischen sind es, glaube ich, 150 Seiten mit zig Querverweisen, unglaublich kompliziert. Wir brauchen hier eine Entbürokratisierung. Wir müssen den Eigenverbrauch, den Direktverbrauch stärken. Wir müssen die Energieeffizienz voranbringen. Das sind so ein paar wichtige Punkte. Herr Dr. Gippert, ein Thema, was uns seit 1,5 Jahren beschäftigt, vielleicht Ihnen auch schlaflose Nächte mal gebracht hat, öfter mal, ist Corona. Sie beschäftigen sich ja wahrscheinlich mit nicht viel anderem als Corona im Moment. Welche Maßnahmen schlagen Sie speziell vor, um diesem Coronavirus Herr zu werden? Es sind natürlich nach wie vor die Abstandsregeln, die Hygieneregeln wichtig, das ist keine Frage. Das Testen, hier schlage ich ganz konkret vor, dass wir an den Schulen sogenannte PCR-Pool-Tests einsetzen. Das wäre, glaube ich, viel leichter für die Anwendung. Aber diese PCR-Tests sind eben auch genauer als die Schnelltests. Also das ist eine Maßnahme. Der entscheidende Schlüssel wird aber sein, das Impfen. Wir sehen, das Impfen wirkt. Und ich werbe ausdrücklich dafür, dass sich so viele Menschen wie irgend möglich impfen lassen. Denn es wird der beste Ausweg aus dieser Pandemie sein, wenn sich möglichst viele impfen lassen. Das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen auch meine herzliche Bitte an dieser Stelle, wenn es irgendwie geht, lassen Sie sich impfen. Herr Dr. Gibbert, ist Herr Laschet der beste Kanzlerkandidat? Armin Laschet hat in Nordrhein-Westfalen durchaus gezeigt, dass er ein Land erfolgreich regieren kann. Und er hat eines über Jahre hinweg gezeigt, was auch auf Bundesebene wichtig ist. Er hat es nämlich geschafft, verschiedene Interessen zusammenzubringen und unterschiedliche Gruppen auch zusammenzuführen. Er hat innerhalb seiner Regierung Arbeitnehmervertreter, er hat Arbeitgebervertreter, er hat Jüngere, Ältere, er hat ganz unterschiedliche Interessen eingebunden, er kann zusammenführen und ich glaube, das ist eine wichtige Eigenschaft. Ich will aber auch eines sagen, es geht bei der Bundestagswahl nicht nur um die Frage der Person des Spitzenkandidaten auf Bundesebene, sondern es geht um ein Programm, es geht um eine Richtung und das ist der entscheidende Punkt und das sollte man bei allen Diskussionen nicht vergessen. Herr Dr. Gebhardt, warum sollen die Wählerinnen und Wähler Ihnen ihre Erststimme am 26. September geben? Ich werde mich nicht daran beteiligen, so wie ich es auch in der Vergangenheit nicht getan habe, auch in Wahlkampfzeiten irgendwelche persönlichen Attacken zu fahren gegenüber politischen Mitbewerbern. Ich werde mich auch nicht daran beteiligen, Versprechungen abzugeben, von denen ich heute schon weiß, dass sie hinterher nicht haltbar sind. Aber eines werde ich versprechen, nämlich, dass ich auch in den nächsten Jahren, wenn ich denn gewählt werden sollte, präsent sein werde, dass ich mich kümmere um die Anliegen vor Ort der Menschen und dass sie eine verlässliche Rückmeldung haben und dass ich überall dort, wo ich kann, mithelfe, Lösungen zu finden. Ich werde mich weiterhin mit meiner ganzen Kraft und mit viel Leidenschaft dafür einsetzen, dass die Südpfalz weiter vorankommt und dafür bitte ich Sie um Ihr Vertrauen. Wir bedanken uns recht herzlich bei Herrn Dr. Gibbert für das Gespräch und wünschen viel Erfolg bei der Wahl. Dankeschön für das Gespräch und alles Gute und einen schönen Abend noch.